Start. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen, beziehungsweise eigentlich nur das Main Game, weil ich Dark Arisen erstmal nicht mach. Mal schaut, vielleicht macht das noch weiter. Egal, jedenfalls. Wir haben das letzte Mal diesem Herrn hier geholfen und er hat uns einen Tipp gegeben, wo das Grimoire von Salomet ist, nämlich bei dieser Banditenbande, die wir schon kennengelernt haben. Hurra. Die liebe ich ja so sehr. Ganz schön. Überhaupt nicht kompletter Abfuck oder so. Nein, nein. Ist doch nicht so, als wären die irgendwelche One-Hit-Bestien des Todes. Nein. Aber ich glaube, diesmal sind wir ein bisschen stärker und können vielleicht ein bisschen mehr ausrichten. Aber bevor ich hingehe, fällt mir was ein. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Ah, ich bin noch Rang 1, also. Dann doch nicht. Ich kann leider noch nicht meinen Lieblingsmove mit Assassinen lernen, beziehungsweise einer meiner Lieblingsmoves. Assassinen hat eigentlich insgesamt ganz schöne Attacken drauf. Ich wundere mich gerade, dass hier keine Wölfe sind. Sind hier nicht normalerweise immer Wölfe? Was soll's, jetzt erstmal zu den Banditen rauf. Vielleicht kann es sein, dass sie noch gar nicht respawned sind, weil es schon noch nicht mal so lange her ist. Es scheint mir, als wären die gar nicht respawned in der Zeit. Das ist ja mal eine ganz schöne Überraschung. Da muss ich zumindest diese erste Ladung hier nicht erledigen. Aber die erste Ladung ist ja auch noch okay, weil da nur einer dieser One-Hit-Bestien ist. Ob ich das hinbekomme mit den Rest da hinten? Ich hoffe es mal. Da stehen sie schon und warten. Also, ich speichere jetzt lieber mal. So. Jetzt schaue ich mal. Ich habe doch sicher ein paar... Genau. Also für Notfall werde ich einfach Pulversphären und so verwenden. Ich könnte auch einfach an ihnen vorbeirennen, aber diesmal... Ich will meine Rache. Ich brauche meine Rache. Gebt mir meine Rache. Ach, ich mache denen so viel Schaden. So viel Schaden. Das sage ich immer in meinem Schwert. Das ein bisschen mehr Schaden macht als die Dolche. Mann, Leute! Okay, ich sollte mal Poppy besser Ausrüstung geben, aber man sterben meine Leute schnell. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Nein, 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 nein! Nein! Ah! Weg mit dir! Ah! Ich will nicht sterben! Nicht wollte ihn greifen. Ah, es geht schon um einiges besser mit dem Weg. Zack. Schön die Klippe runtergestoßen. Es ging ja schon mal um einiges besser als das letzte Mal. So, der da oben. So, noch die beiden Bogenschützen da weghauen. Ja. Ein bisschen Bogen könnte ich aber auch benutzen. Der so viel Schaden macht, aber vielleicht bessere Skills, weil der einfache Pfeil, der bringt es halt nicht. Ich glaube, ich nehme auch damit eine mächtige Dehnung sein. Ich weiß nicht, hat der Assassine die? Na, ich hoffe es einfach mal. So, da ist schon die nächste Gruppe. Ab sofort immer vor den Speichern, weil echt
erstmal vor größeren Kämpfen. Klar sind, weil es nervig ist, wenn man da extrem weit ist. Und dann stirbt. Au. Steh auf. Ja, ihr seht schon, ich mache mehr Schaden als vor. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gruppe mehr aushält. Oh, fuck, fuck, fuck. Also die Bogenschützen nerven immer hart. Schwertkämpfer, die sind verdammt nervig sind. Wenigstens die neuen Typen, die nerven noch wie Moskitos vielleicht. Alter, diese Bogenschützen. Diese verdammten Bogenschützen, was wollen die eigentlich? Kommt einfach irgendwann mal aus dem Nichts mit einem Pfeil, der einen ungefähr 10 Meter weghaut. Alter. So, wer fast geregelt. Auf der Acht, der Typ. Ja, das wird nicht ganz so, aber ist auch darunter gehen wir nicht. So eine unnötige Konfrontation brauchen wir nicht, weil da unten sind noch mehr Banditen. Und die kommen schon auf uns zu, oder? Natürlich. Der Schuss der Schlinge gibt ihm einfach und sagt einfach nichts. So, gleich auf den Bogenschützen gerechnet. Da Leute, ihr haltet echt nichts aus, kann es sein. Na, immerhin sind es keine Bogenschützen mehr, die mich überall treffen können, wenn ich nur stehe. Oh, fuck. Schrecklich. Warte, war Anna nicht gerade noch tot? Egal, das eben nicht. Das ist einfach wirklich innerhalb von einer Sekunde, wenn man mal nicht aufpasst, weg. Einfach weg. Okay, neuer Versuch. Diesmal sofort diese Bogenschützen weghauen da hinten. Okay, noch nicht ganz, aber gleich. Mein Bogen ist echt scheiße. Muss ich einfach sagen, mein Bogen ist scheiße. So, hier da hinten kommt mir nicht näher, während ich den gerade hier erledige. Ich glaube, ich bin gerade als Mikro angekommen, sorry. Ja, aber das ist gerade mein NASA-Kill. Nein. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Da kommt er mit seinen One-Hit-Moves schon wieder daher. Nein, 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 schieß nicht auf mich, danke. Weg. Spannung steigt. Fuck, ich wollte gerade greifen, aber das Dumme ist halt, wenn dann wieder Gegner in die Nähe kommen, wie
wieso juckt meine Nase so verdammt, dass sie mich dann angreifen. Und den Typen natürlich befreien wollen in meinem Griff. Aber der Vorteil von dem Griff ist halt, dass meine Verbündeten dann mehr scharf machen. Schaut, wie viele Schwertkämpfer sind das? 3, oder? Der Rest sind alles nur... Schaut euch das an. Kann es sein, dass Anna sich wiederbeleben kann? Hat die irgendein Item? Weil die war jetzt wirklich... Die war doch tot. Oder? Ah! Das ist nice. Das ist wirklich nice. Oh, nice. Macht der Legion. Deswegen ist es so. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Aber okay. Wir haben eine, die sich wiederbelebt. Das ist... Und noch dazu bei der Magierin. Das ist halt noch besser, weil die verrechnen so oft die Magier. Da muss ich mich eigentlich um die anderen gar nicht mehr kümmern. Eigentlich könnte ich die alles alleine machen lassen, weil die eh wieder wiederbelebt sind. Schaut's an, wie sie einfach instant wieder aufstehen. Nur noch 3 Sekunden gefühlt. Oh, nicht hier in der Ecke stehen bleiben. Irgendwie bin ich gerade fasziniert davon. Ich bin gerade echt fasziniert von Anna. Das nützlichste Feature von meinem Verein, das ich hier hatte. Ein Schlag, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ungefähr 5 Sekunden. Das ist eigentlich... Das einzige, wie sie dann eigentlich sterben kann, ist, wenn sie, glaube ich, ja, von einer Hügel oder so gefressen wird. Der ist tot in links. Ja. Dark Arisen, genau, der Dark Arisen Teil. Und wenn sie mit der Klippe runterfällt, also. Das war's dann nicht mehr. Das hat dauernd so eine abgerundete Schlucht. Schnell speichern. Oh Gott. Wie ich diese Typen hasse. Ich hasse sie über alles. Kann man das nicht mit... Genau. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Weil dadurch bekommen wir einen Skelettschlüssel, mit dem wir alles öffnen können. Jede einzelne Tür. Zumindest nicht jede einzelne Tür, es gibt eigentlich nur ein paar Türen. Aber egal. Halt, Türen, für die es keinen speziellen Schlüssel gibt in dem Spiel. Also, das ist meistens dann zu irgendeinem geheimen Schatz. Das ist sehr schön, dass es hier so viele Grünlachtlinge gibt. Weg mit dir, Bandit! Der Ben, bitte danke schön. Hat nicht geklappt. So, töte den. Poppy, verdammt! Geh nicht in Deckung, sondern töte ihn! Danke! Alter. War das so schwer, Poppy? So verdammt schwer. Warte, du hast noch den einen wirksamen Grünlattich. Das kann ich immer ganz gut gebrauchen.
Und hier sind wir beim Banditenlager. Zum Glück sind die hier nicht feindlich automatisch. Und ja. Und da ist der Anführer dann. Vielleicht ist er so nett. The Grimoire is here with me. Sadly, I've no mind to give it up. Nor do I have want of your court. Now, if there were aught I wanted, gold had failed, I would next try steel. Well, have you the metal, sir? Also, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf noch mehr Banditenkämpfe. Vor allem, da das hier verdammt nochmal eine Festung von Banditen ist, also nochmal mehr. Schaue ich mal, ob ich es nicht vielleicht finde, wo er es versteckt hat. Und ja, ich kenne das Versteck, ich weiß, wo es ist. Hier ist, finden wir noch Drachenabwehrduftwasser. Das ist anscheinend für eine Sidequest. Ich weiß nicht, haben wir die schon? Es gibt ja diesen, diese Taverne da. Grancis. Bandits Master. Pray be careful. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Jedenfalls die, die einfach nur nochmal als Sidequest-Gebäude. Ja, wirkt halt, die hauptsächlich mit Sammelquests zu tun hat, also beziehungsweise etwas jemanden bringen, damit was anderes bekommt und so weiter. So, und eben das Versteck hiervon wäre, wenn man hier raufklettert, schönes Versteck, oder? Ganz an der Spitze des Turms. Und was haben wir denn? Salomets Grimoire. Und das könnten wir jetzt dann Steffen bringen. Aber da wir schon mal hier sind, können wir uns dann auch auf den Weg zur Feste machen. Die sehen wir ja schon da hinten. Ganz am Horizont. Und ich glaube, wir können uns auch schon mal ein bisschen auf den Weg machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Egal. Jetzt hauen wir ganz schnell mit dem Grimoire ab. Allerdings sehe ich, der Banditenanführer hat noch eine Sidequest für uns. So, the celebrated arisen is come. You look able enough, but I've no patience for pomp. I'm a man of substance, you see. I've a policy of speaking only with folks possessed of their own will. Individuals like. Okay. We have our own ways of testing the strength of a fellow's will here. If you've the stomach for it, there's not can prove a man's will but his actions. Tis actions brings a band like mine together. Results. If you would walk among us, you'll adopt the same philosophy. Also Banditen anschließen muss jetzt nicht sein, aber okay. Which is to say, you'll do as you're told. So listen well. You've two paths before you. The first is to quash the competition. To the northwest lies a rival band of thieves. See a few of their numbers laid to rest. But the second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without mine. Make your choice. I cannot. We shall. Ja. Also, wir sollen entweder feindliche Banditen erledigen oder einen Verräter finden und ihn, naja, stellen. Aber das machen wir auch, glaube ich, erst später, falls wir es überhaupt machen. Mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter in Richtung von der Schattenfeste, würde ich sagen. Und bleiben wir einfach auf diesem Pfad noch. Hurra! Echsenmenschen. Wartet mal. Ich habe einmal sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ging, aber es hat einmal, glaube ich, geklappt bei mir und es war verdammt lustig. Ja, es geht.
einfach den Schweif von einem Echsenmenschen mit einer Wasserflasche wegschlagen. Macht ziemlich viel Sinn, ich weiß, aber es geht halt. Doch einiges leichter als damals im Brunnen. Da waren die auch schon ein bisschen gefährlicher, aber jetzt sind die ja innerhalb kürzester Zeit weg. So. Ah, doppelt. Zack. Und weg damit. So. Ah, ist noch wahr. Ich dachte ja schon fast, dass das ist schon wahr. Der Schwanz ist doch schon weg. Also ich. So, aber ich glaube, jetzt haben wir es dann eigentlich auch schon wieder für heute geschafft. Und wir begeben uns weiter auf den Weg zur Schattenfeste beim nächsten Mal. Ja. Ist ja nicht mehr ganz so weit. Wie viel haben wir jetzt schon? Ja, ungefähr 3/4 haben wir geschafft vom Weg. Und beim nächsten Mal sind wir dann endlich bei der Schattenfeste. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaut doch mal wieder beim nächsten Mal rein. Und ja, bis denn.